Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir haben schon Dienstag nach Pfingsten. Heute Morgen fahre ich nach Otterbach, beziehungsweise ich habe jetzt hier den 1936 geladen. Der geht nach Otterbach an den Aldi-Markt. Ich stehe hier nicht ganz im Bilde. Den lade ich dort ab. Dann lade ich den 938, der dort steht. Und der geht runter ins Kraftwerk nach Mainz. Das ist mein Plan heute. Schauen wir mal, wie lange das dauert, wie das alles ausgeht so. Aber wie gesagt, jetzt erstmal 936 runter Otterbach. Dann Mainz. Gucken wir mal. Anmeldung hier parken. Gut, das mache ich jetzt mal.
den. Sorry fürs Warnblinken. Gut, hier ist eine Einfahrt, jawohl, perfekt. Hier ist eine Einfahrt, perfekt. Natürlich. Aber hier ist ja fest, denke ich. Ne? Hoffe ich. Gucken, dass hier nichts aus dem Boot steht. Lambertheim rüber, um eine Walze zu laden. Jetzt habe ich gerade erfahren, dass die Walze, dass das unsere Schmalspurwalze ist. Und die kann ich mit dem Vierachser gar nicht laden. Die kann ich nur quer drauf fahren, seitlich drauf fahren und ja, wie gesagt, mit dem Vierachser geht das gar nicht. Jetzt nach Hause fahren und müsste umsatteln. Werde ich jetzt wohl machen, denke ich. Ach, mal, da steht alles. Walze, Bagger, zwei Bobcats. Zwei Bobcats. Wenn die hier reinfahren, brauche ich mich ja gar nicht hier reinzustellen. Ne? Wenn die hier rein und rausfahren, habe ich da wieder gedreht, kriege irgendwie. Irgendwo
wenn die hier Asphalt fahren, brauche ich da gar nicht rein. Ja. Seite bleibe ich stehen, da kommt alles rein und alles rein, alles raus und ich fahre die paar Meter halt hierher. Wie gesagt, der war ja drauf, aber der ist von der Länge vom Schild vorne bis ans Ende Fahrzeug ist der definitiv zu lang. Bin ich bei, habe ich dann jetzt die ganze Schlüssel wieder hin. Schlimm. Da ist er. Der guckt dann zu weit raus, quer das. Das haut nicht hin. Schade. Mache ich dann die Walze, mache ich die Kette dran und dann die geht nach Hause. Wunderschönen guten Morgen. Dienstagmorgen. Haben wir Dienstag? Quatsch, wir haben schon Mittwoch. Wir haben ja schon Mittwoch.
mein Kajak ist ja noch drauf. Ich fahre jetzt rüber in den Hof. Mal ein bisschen das Niveau heben hier. Ich bin gerade Bilder. Ich fahre jetzt rüber in den Hof. Jetzt bin ich an Archiv. Lothar, dein Punkt.detektiv. Nochmal, fahre jetzt rüber in den Hof. Dort steht, oder beziehungsweise dort lade ich einen kleinen Radlader. Weiß nicht, ob Karte oder lieber, was halt gerade da ist. Den fahre ich dann runter nach Meisenheim. Und dann fahre ich rüber nach Kirchheim-Bolanden. Die Planierraube, die 726, die bringe ich mit zurück auf den Hof.
sind auf dieser Baustelle immer noch nicht fertig. Das heißt, es müssen wieder irgendwann Maschinen her. Planierraube muss definitiv noch eine her. Der Walzer muss wieder her. Wacker weiß ich nicht. Steht ihr Auto auf dem Eck? Na, das, nein, das kann der Hoke. Super. Steht hier ein Auto auf dem Eck. Ohne, irgendwie da runter, ich schuss irgendwie da runter. Komm nur auf! Als weiter, hopp!
Fahrräder kaputt hier. Ich habe öfter festgestellt, dass die die Aufnahmen beenden will, dass die einfach nicht, ja, sie einfach halt nicht aufhört. Die nimmt einfach weiter auf. Natürlich habe ich mir eben beim Anketten habe ich einer meiner 10 Daumen zwischen Schild und Kette, habe es natürlich drauf fallen lassen, ne? Ja, egal. Dicker werden kann er nicht mehr. So, hängt jetzt zusammen. Kehr noch ein bisschen ab. Das tut schon weh. Aua. Und hofft, dass der Kollege da oben weg ist. Wobei raus zu ist, wäre es eigentlich egal. Nee, raus zu ist, wäre es eigentlich egal. Kurz nach 2 mittags. Ich bin gleich Pirmasens. Muss ich jetzt mal gucken. Ich war noch nicht da. Ich weiß nur von meinem Kollegen, dass der Bagger wohl irgendwie mitten auf der Hauptstraße steht. Ich fahre da mal hin, guck mir das mal an. Zu Hause. Hatten wir alles dabei. Und steht hier wieder auf der Kreuzung. Ne? Hammer, Löffel, Sortiergreifer. Sortiergreifer lasse ich am Bagger. Hammer legen wir unter der Bagger. Mal Platz hier vorne. Sorry fürs Mann. Linken. So. So. Vorbei. Ich bin gar nicht wichtig hier. Ich habe mir gerade Gedanken, ob das reicht, aber mit dem Schild da vorne.
geradeaus fahren, aber ich weiß nicht, auf welche Spur das ich muss. Ob ich auf die linke Spur oder auf die rechte Spur muss. Ausgeht. Die Backe, habe ich auch schon gesagt, der geht mit nach Hause auf den Hof. Dann fahre ich rüber nach Fischbach. Dort steht ein 29 Gummikettenbacke. Den hole ich heute Abend auch noch. Der muss heute Abend auch noch da raus. Das macht richtig Sinn, was ihr hier treibt. Also echt. Ah ja, so. 16.43 Uhr. Hab mich extra beeilt. Aufgefallen, dass ich aufsitze hin, dass wir in Fischbach noch gar nicht fertig sind. Da steht noch eine Wand, die weggerissen werden muss. Also den Bagger muss ich dann nicht holen heute. Ja, wir die Woche noch zu tun haben dort. Ja, dann morgen früh fahre ich nach Weiderstadt. Da steht der Cut 323, der kleine. Den bringe ich dann hierher. Dann sattel ich um. Dann fahre ich von Undenheim den 938. Der geht nach Meisenheim, wo ich heute Morgen den kleinen Radlader hingefahren habe. Und dann mal gucken, wie es zeitlich aussieht. Aber ich denke, das sollte noch passen. In Bad Kreuznach den 938, den ich aus München, aus Hohenlinden geholt hatte. Der geht nach Ludwigshafen zur Liebherr. Den fahre ich dann im Anschluss. Das sollte passen normal. Das sollte reichen. Ich hänge jetzt noch zusammen. Hier rechts, was ich da mal erkennen kann. Ich hatte jetzt das ganze Werkzeug erstmal schnell hier hergestellt, weil ich halt schnell weiter wollte. Jetzt hole ich mir noch einen Radbagger drüben oder einen Stapler und fahre das Zeug noch rüber. Dann Feierabend. Aber auch Schluss für diese Folge. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Für mich ist es eine Welt. Würde ich mich riesig freuen. Kleine.